so als Aschen in einer Urne, das könnte irgendwie gemütlicher sein. Und die kann man auch vielleicht vorher töpfern in einem Workshop. Meine Frau hat da wahnsinnig nämlich tolle Erfahrungen gemacht mit diesen Workshops, mit diesen, wo man so das alles die selber machen lernt. Sie hat jetzt die Kleider selber entworfen und so und so Kaffeehäferl hat sie töpfert und sie sagt, sie hat jetzt irgendwie ganz eine andere Beziehung zum Kaffee. Und kann er irgendwie viel spontaner reagieren, wenn er mal zu Hause ist und so. Sie hat jetzt auch mehr Zeit, dadurch, dass die Ilona den Haushalt schupft. Ilona. Nein, nicht Ungarn, Bratislava. Bratislava, ja, sie... Nein, ist ganz nett, also ganz lieb. Ist ja so eine nette Person und so nett und lieb und sehr willig, ja, fleißig, sehr, sehr lieb. Sie kocht ein bisschen fett. Aber, mein Gott, vielleicht haben wir das auch irgendwo verlernt, dass wir das fressen können ohne Sodbrennen. Ne? Diese ganzen ursprünglichen Sachen gehen ja vollkommen verloren. Und das ist auch der Grund, warum ich sehr bin für diese Öffnung nach Osten. Weil ich mir denke, irgendwo können wir das wieder von denen lernen, diese Rückkehr irgendwie zu einer einfachen Lebens... Ich meine, die brauchen nicht umkehren, die sind schon dort, nicht? Aber trotzdem, sie sind irgendwo glücklicher. Nicht? Also meine Frau und ich, wir fahren ja wahnsinnig oft hinüber in diese ganz hintersten böhmischen Dörfer, nicht? Wo die Häuser noch so richtig schön verfallen sind. Und diese alten Mutterln noch so bucklert zum Dorfbrunnen humpeln, nicht? Der vollkommen verseucht ist und sie sind ganz bucklert, weil sie noch keine gescheiten Orthopäden haben drüben und so. Ist so, so wunderbar, findet man im Waldviertel gar nicht mehr. Das ist alles schon. Und das hätte ja irgendwie nicht doch sagen, dieses ganz einfache tschechische Mischbrot. Also dieses ganz normale tschechische Mischbrot. Das schmeckt. Das ist wunderbar. Also herüben schmeckt es nicht mehr so. Mitnehmen darf es nicht, aber drüben schmeckt es ganz wunderbar. Ja. Aber es gibt da einige Gegenden in der Obersteiermark, die noch sehr schön so arm erhalten sind. Ich muss dazu sagen, natürlich, ich bin überhaupt ein bisschen ein Typ, der sehr gern aufs Land rausfährt. Weil ich habe immer das Gefühl, wenn ich so rauskomme, es ist irgendwie so alles mehr lockerer und irgendwie die Leute sind viel ehrlicher, viel gerader, viel offener. Es ist alles viel toller eigentlich draußen, nicht allein in der Früh am Land, nicht so, wenn man aufwacht, nicht? Und die Vögel zwitschern, nicht? Und ich denke mir, Wahnsinn! Du wachst auf, ja, und es zwitschern die Vögel, nicht? Und der Traktor fährt beim Fenster vorbei. Und sicher, es ist ein Lärm, aber es ist ein ehrlicher Lärm. Es ist ein gerader Lärm, es ist ein offener Lärm. Und dann gehst du runter zum Frühstück, nicht? Und Es ist eine Haut auf der Milch und die Butter mirchtelt total und eigentlich graust er. Aber im Grund ist genauso, wie die richtige Butter sein soll. Ne? Wir haben es nur irgendwie vollkommen verlernt. Ne? Und dann gehst du spazieren, ja. Und dann gehe ich wahnsinnig gerne in den Wald. Und auf einmal wird es ganz still. Und du hast das Gefühl, du kommst in eine Kathedrale und du hörst ein Bacherl rauschen und ja, vielleicht ist im Bacherl all die Tiefkühltruppen drinnen, aber das ist wurscht, das ist gerade eine schöne Brechung in dem Moment. Und du sitzt dir auf die Erden nieder und greifst die Erden und denkst, ah, die Erden, ne? Die sind eigentlich genau dieselben, das ist derselbe Stoff, aus dem ich auch gemacht bin, die Erden, ne? Das sind eigentlich die Leute, die vor dir gelebt haben. Und auf einmal fängst du an zum Nachdenken über die und der Existenz und was du eigentlich erreichen kannst im Leben. Also ich bin dann geschwind wieder draußen aus dem Wald. Geh dann spazieren und schau mal so die Leute auf der Straße, nicht? Und auf die Felder, nicht? Wenn ich so auf der Landstraße gehe. Und es sind so ehrliche Leute, es sind so gerade Leute. Ich meine, die haben alle Bandscheiben schauen, aber trotzdem, sie sind so harte, klare Gesichter, die Mundwinkel ganz herunter von der vielen Arbeit und die Frauen schauen mit 40 aus wie mit 60 und alle haben Magenkrebs vom Gesöchten und vom Most und das Kram ist mal jetzt fressen, Sehne bis zum Gehirnschlag und trotzdem, sie sind irgendwo glücklicher wie wir. Sie sind glücklicher, sie leben in so einer heilen Welt. Sie sind irgendwie wie die Kinder, nicht? Allein wenn man schaut, wie sie mit Starkstromkabeln umgingen. Ich war sehr gerne am Land. Oder in Floridsdorf. In einer so einer richtigen Gemeindebauwohnung, auf einer kackbraunen Kunstledergarnitur. Eine Bierflasche in der Hand und Wetten, das im Fernsehen. Und die Frau steht daneben und bügelt. Das ist auch irgendwie eins von diesen ganz klaren, geraden Sachen, die wir
irgendwie vollkommen verlernt haben, dass Frauen bügeln können. Oder hier und da mal auf den Hintern greifen, wann dann ist er noch, oder der Kölnerin ins Dekolleté ist doch nichts dabei, oder ein Ausländer in die Gosch. Nein. Gar nicht in die Goschen hauen, sondern einfach dieses natürliche Gefühl der Fremdheit einfach zulassen können. Das war jetzt ein offener Schluss, Dankeschön. Ja. Wo findet und wo erfand man den Zeitgeist? In den Zeitschriften, in den Zeitgeistschriften, nicht? Endlich musste man nicht mehr zwischen Werbung und redaktionellem Teil unterscheiden. Das Leben ein einziges Angebot, nicht? Die Subkultur war nicht mehr Sub, sondern high und oben auf, nicht? Und die Avantgarde bemüht sich seitdem verzweifelt, dem monatlichen Erscheinen der Zeitgeistschriften nachzukommen. Stern hab ich nicht gern, auf Vogue hab ich kein Bock. Was liest einer, der sich hinweist? Nein, die Bunte ist kein Hinweis. Längst bin ich so weit, längst lese ich die Zeit. Nein, nicht die Zeitschrift, die die Zeit heißt. Nein, eine Zeitschrift für den Zeitgeist. Ich lese, worum der Zeitgeist kreist. Ich lese von unserem Zeitgeist. Ich lese, wie man den Zeitgeist preist. Ich lese nie, wer auf die Zeit scheißt. Time finde ich zum Speien. Wie spiegel ich nie? Playboy ist ganz geschmälert. Penthouse zieht viel zu dezent aus. Trend, ich bin solvent. Profil ist nicht so mein Stil. Alter, ich lese doch kein Feuter. Kultur ist ein Kaffee, ein Kräuter. Ich lese, wohin der Zeitgeist reist. Ich lese, wie unsere Zeit tickt. Ich lese, wohin der Zeitgeist weist. Ich lese, wie man zur Zeit fahrt, wird er das sagt. Schad, weiß wer an Rat. Mag die schicke Micke Quicke. Bringt der Pimmel doch den Himmel. Schmeck's, wie geht der Sex? Aids ist was Blitz. Weil ich doch ein Mann von Stil bin. Songs ist derzeit pädophil in. Ich lese, worin der Zeitgeist steckt. Ich lese, wie heute der Geist heißt. Ich lese, wonach der Zeitgeist schmeckt. Ich lese, und wer selbst Zeitgeist? Tipps von Clips bis Schlips. Job, Money und Pop. Kürzlich sagt zu mir ein Kellner, demnächst gibt's den neuen Fellner. Was? Sagst du das nicht laut? Was? Pasta ist out? Wiener lesen nur mehr Quaster? Zeitgeist ist ein blödes Laster? Nein, ich lese, wohin der Zeitgeist weht. Ich lese, ich hab hier Zeit. Ich lese, dass Zeit und Geist vergeht. Ich platz schon vor lauter Gescheitheit. Ich lese, wohin der Zeitgeist weht. Ich lese, ich hab hier Zeit. Ich lese, dass Zeit und Geist vergeht. Ich platz schon vor lauter Gescheitheit. Muss ich schau, Papa! Sehr, sehr wichtig ist natürlich auch der Zeitgeist für die neuen deutschen Bundesländer, für den Osten Deutschlands. Denn Zeitgeist ist ja das Einzige, was die Ossis gratis bekommen. Alles andere müssen sie sich erst verdienen. Ja, ich weiß, es ist üblich geworden, besonders auch im Kabarett, dass wir den Ossis ganz genau erklären, wie es ihnen geht. Das stört die Ossis weiter nicht, weil die sind das 40 Jahre lang gewöhnt, dass man ihnen erklärt, wie es ihnen geht. Den Ossis, ein Kollege hat zu mir gesagt, früher waren es die oben, jetzt sind es die drüben.
Wir wollen aber authentischere Auskünfte. Aus Magdeburg die Kugelblitze derzeit in diesem Theater. So, Frau Schissgott, jetzt das Ganze noch einmal von vorn. Name? Herr Wachtmeister. Kriminaloberrat. Herr Kriminaler, das habe ich Ihnen noch schon alles gesagt. Und auch wo ich wohne, kann ich endlich meine Anzeige machen. Das habe ich ja alles verstanden, aber nicht gegen wen. Na je, in das Fernsehen und das Video, sag ich. Das ist jetzt ein bisschen Mist, Frau Schissgott. Das haben wir in der Umschulung noch gar nicht gehabt. Naja, wie machen wir denn das jetzt? Naja, machen wir es mal so. Wie hat denn das angefangen, hä? Harmlos. Harmlos, ja. Ganz harmlos. So fängt das immer an. Zuerst haben die Jungs mit der Grete Videos gedreht. Das auch noch? Letztlich hat das Interesse umgeschwenkt, der Jungs, ne? Nur noch Horrorvideos. Horrorvideos. Kaum aus der Schule, Video in Apparat. Oh, Sie haben noch einen von den Ersten, ne? Ja, ist ein russischer Läufer, aber ganz gut. Wenn er läuft, lassen Sie laufen, ja. So, ja, zum Abendbrot, ja. Also ich habe mich schon gar nicht mehr getraut, Fleisch auf den Tisch zu stellen. Welchen der Salmonellen? Ja, welchen der Messer? Die wollten nämlich keine Messer mehr, sondern eine Kettensäge. Das ist wie bei uns zu Hause auch. Und unser Großer, der steht aber mehr auf Action. Neuerdings will der Schwunge sogar zur Polizei. Ich sage Schwunge, sage ich. Schwunge, was willst denn du bei der Polizei? Bei uns ist das auch nicht so spannend. Wenn in Rostock mal was los ist, das sind wir doch nicht da. Und dann die ganze Routinearbeit hinterher. Hier, Sie sehen es, Frau Schissgott, wie das, das ist. Da hätten Sie bloß mal bei uns dabei sein müssen. Gerne. Und mein gerne. Mann, der hat getobt, ne, stinksauer war. Und die Jungs haben geschrien und gebrüllt. Betrug, Betrug. Und dabei wollten doch die Jungs bloß mal ausprobieren, ne, ob das dann nun alles echt ist, da auf diesem Videofilm. Ja, ja. Und ich sage Ihnen, da ist nichts echt. Nichts ist da. Da quillt nichts unter der Kreissäge vor. Da spritzt doch nicht minutenlang das Blut durch die Gegend und da zappt und lebt auch nichts weiter. Diese Enttäuschung für die Kinder. Ja, das kann ich verstehen, Frau Schissgott. Und erst für meinen Mann, der hat seine Tochter ja nicht wiedererkannt. Was denn heißt das jetzt? Die Jungen haben ihre Schwester verraten. Die Kleine musste zugucken, wie unsere Bengels den Näherjungen so über... Jetzt machen Sie mich nicht fertig. Wo kommt denn jetzt der Näherjunge wieder her? Aus dem Nebenhaus. Nebenhaus, sagen Sie das. Die so über die Kreissäge geschoben haben. Und dann eben diese Enttäuschung, dass nicht so ist wie im Film. Und jetzt kommt das Allerschlimmste. Und da ist ja mein Mann auch so sauer. Unsere Tochter. Ich schrie und heulte. Und was stellt sich heraus? Dass dieser Näherjunge ihr heimlicher Freund im Kindergarten war. Unsere blonde deutsche Tochter. Diese Schande. Das ist ja furchtbar, Frau Schissgott. Das ist alles so eine furchtbare Zeit. Ich sage das immer. In der DDR wäre sowas nicht passiert. Wer hatte da schon seine eigene Kreissäge? Na, haben die Ihnen wieder mal gezeigt, wie ausländerfeindlich der Deutsche ist? Und Sie haben auch noch gelacht und herzhaft applaudiert, ne? Michael, wie siehst denn du aus? Michael? Das höre ich aber gar nicht gerne. Mein Name ist Michael, schlicht und deutsch Michael. Das heißt der, wie Gott ist. Ja, das kommt aus dem Jüdischen. Halt's Maul! Überlegt euch von den Leuten an, oder was ihr sollt zusammenräumen hier ab. Ja, der benimmt sich doch hier wie so ein Skinhead. Wie der aussieht, ist er eher ein Spinhead. Hör mal die Latschen an hier. Weißt du, was der in seiner Freizeit macht? Nee, weiß ich nicht, auch wenn er hier ist, kann er mit zugreifen kann. Durchgreifen muss man jetzt! Hast du ein Rad ab oder was? Lange genug habe ich mir von denen sagen lassen, was ich zu tun und zu lassen habe. Jetzt bestimme ich, wer wann was macht. Kapiert? Ist bei Ihnen denn eigenen Baseballschläger gerannt oder was? Haltet ihr mich wirklich für so dämlich? Überleg dir bei dem erst, was du sagst. Der ist so bescheuert. Das kannst du laut sagen, du. Was gibt's denn da zu flüstern? Ich habe ihr lediglich erklärt, Baseballschläger wäre ja mehr was für Skinheads. Ne? Während du siehst ja eher so aus wie ein Deutschnazi, Honala. Wo ist denn da der Unterschied? Skinheads haben nicht auf dem Kopf, er hat nicht im Kopf. Bitte? Weil du hast nicht im Kopf, außer dem Wohl Deutschlands sozusagen. Jawohl!
Lange genug waren wir der Arsch für die Welt. Jetzt wird Deutschland wieder der Kopf. Ach du Scheiße, so viel Aspirin kann doch die Welt ja nicht fressen. Auf Risiken und Nebenwirkungen kann dabei leider keine Rücksicht genommen werden. Glaubst du, jetzt hatte ich für einen Moment wirklich ein bisschen Angst um dich, du. Guck mal, das ist doch bloße Kamm. Ich finde es aber trotzdem nicht lustig. Und ich finde es nicht lustig, wenn deutsche Männer als ausländerfeindlich hingestellt werden. Haben wir uns da verstanden? Ja Gott, so war das ja gar nicht gemein. Wieso denn das jetzt plötzlich? Was? Du hast doch mal auf dem Proben rumgenörgelt, dass dir die Szene zum Problem Ausländer hast zu harmlos wäre. Ach, das ist ja interessant. Das verwechselt die. Das war eindeutig eine Szene dagegen, dass es in der DDR keine Kreissägen gegeben hat. Das haben wir hier so ein bisschen angeprangert. Guck, hier habe ich gesessen und da habe ich gesagt, ja, es ist eine furchtbare Zeit, sowas wäre in der DDR nie passiert. Wer hatte da schon seine eigene Kreissäge? Ist ulkig, was? Ja. Und warum habt ihr dann einen Schwarzen über die Säge geschoben? Und keinen Roten, hä? Für die Ausrottung der Indianer sind die Amis verantwortlich. Reize den doch nicht noch, du weißt doch genau, wie er es meint. Eben. Schau an, eine kleine rote Ratte. Mensch, euresgleichen haben uns doch diese bescheuerten Kaffern aus ins Land geholt. Und wie bescheuert die sind. Steigt da neulich so ein Fitschi in die Straßenbahn, steht vor dem neuen Fahrscheinautomaten wie ein Hamster vorm Fleischwolf. Ich gucke mir das eine ganze Zeit mit an und dann gehe ich zu ihm und sage ihm, du müssen rufen in Schlitz von Fahrscheinautomaten Haltestelle, dann kommen raus Fahrschein. Ja. Und der Fitschi ist so bescheuert und röhrt in den Automaten. Elfgleutelallee. Das Größte, das kommt ja erst noch. Da warst du schon ausgestiegen. Zwei Haltestellen später, da kommt Fahrscheinkontrolle, hat er natürlich keinen Fahrschein. Muss doch 60 Mark Strafe bezahlen. Der ganze Wagen hat sich gebogen vor Lachen. Kein Wunder, dass in Magdeburg so viele Straßenbahnen denn gleisen. Ja. Du hast vorhin diese Bahn gesessen. Ja. Warum? Weil ich nie mit dem Auto in der Stadt fahre. Also du komm, du weich mir nicht aus. Warum hast denn du dem Fischi nicht geholfen? Soll ich mir vielleicht von dem da ein Messer in den Bauch rammeln lassen? Das ist doch nur ein Kamm. Kann man doch vorher nicht wissen. Also weißt du, langsam kriege ich mehr Angst vor dir als vor ihm. Ach, lass doch einen Vogel. Ja, was denn, er gibt sich wenigstens offen zu erkennen. Bei ihm weiß man, woran man es im Gegensatz zu dir. Ich finde den auch unmöglich. Ja, aber solche wie du machen ihn erst möglich. Was kann ich denn dafür, wenn sich der Fitschi so dämlich anstellt? Hast du dich schon mal mit Stäbchen essen sehen? Das gehört dir überhaupt nicht hierher jetzt. Ja, nach dem zweiten Bissen, da bringen sie dir doch schon aus Mitleid Messer und Gabel. Sollen wir deshalb für die hier Rikschas einführen? Frag mich doch das nicht. Frag doch das ein Verkehrsminister. Der baut Autobahnen. Ja, damit die Sammeltransporte bald abgehen können. Hoffentlich lernen sie bis dahin mit dem Fahrscheinautomaten umzugehen. Ruhe! Sehen Sie nun, dass die Ausländer nur Streit und Unfrieden über uns Deutsche bringen? Ja, das sagt Schönhuber auch. Eben. Und der muss es ja wissen mit seiner SS-Erfahrung. Schönhuber war nicht bei der SS, er war bei der Waffen-SS. Oh, Entschuldigung, dass ich ihn harmloser dargestellt habe, als er ist. Das war eine Beleidigung eines aufrechten deutschen Mannes. Er ist ein großer Freund der Ausländer. Ja, seine Frau hat sogar eine Villa in der Türkei. Richtig. Und der isst gerne Döner. Jawohl. Das ist es, was ich so am deutschen Maul liebe. Das ist immer nach der Devise, arbeitet Döner rein, Türken raus. Immer provoziere den. Also, macht ihr euch nur lustig über uns. Aber bald sitzen wir auf den Stühlen von euch Ignoranten. Ich denke, eure Bewegung steht wie ein Mann. Reize den doch nicht noch. Witzig, wirklich sehr witzig. Ach, Kleines, hol mir doch gleich mal einen Stuhl. Also den habe ich vorhin gerade rausgetragen. Dann trägst du ihn eben wieder rein. Hol doch den Stuhl her. Ach, entschuldigen Sie, würden Sie mal nachschauen, ob hier auf dem Rücken Dienstmann steht, dass ich hier für den einen Stuhl holen soll? Du hast gleich was im Rücken, wenn du mir nicht sofort den Stuhl holst. Deinesgleichen sitzen doch sonst auch nicht. Wenn das eine Pointe gewesen sein soll, dann wollen wir mal herzhaft lachen. Ha, ha, ha. Los, die Leute sollen mitlachen. Meine Damen und Herren, würden Sie bitte machen, was er sagt? Dankeschön. Also, siehst du, mit deinem Kamm, da kannst du mir überhaupt keine Angst einjagen. Oh, der Kamm ist hier. Ey, du mach doch mal keinen Scheiß, ey. Ja? Mensch, tu doch mal irgendwas. Wenn du da nur zuguckst, dann kannst du dir doch gleich eine Polizeimütze aufsetzen. Und tu mal was, ne? Mir gefällt dir das, du kleine rote Ratte, du, ne? Bitte deinen Stuhl. Man stellt einem Deutschen keinen Stuhl vor die Tür. Oh, Entschuldigung. Da drüben spielt die Musik. Und ein bisschen Beeilung. Also, warum denn nicht gleich so? Ich dachte, du holst richtige Hilfe. Der Stuhl hat doch geholfen. Ja, es ihm noch bequemer zu machen.
Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, dass ich so traurig bin? Ein Märchen aus uralten Zeiten. Das kommt mir nicht aus dem Sinn. Das Lindengrün leuchtet, die Blätter sie wehen. Sein Gold verströmt meerwärts herein. Versammelt euch alle, ein Sturm ist nah, der morgige Tag ist mein. Kein Volk ohne Hunger reißt jemals ein Schaf, gereizt wird er nur durch dein Schrein. Verhalte dich still und vertrau darauf, der morgige Tag ist mein. O Vaterland, Vaterland, wir stehen bereit, dein Rat soll uns Wegweiser sein. Die Welt gehört schwarz auf die Nacht vergeht, der morgige Tag, der morgige Tag, der morgige Tag nicht da. In einem waren sich Vereiniger und Vereinigte eben immer einig, von deutschem Boden darf nie mehr ein Krieg ausgehen. Es ist überhaupt so, dass man dafür sorgen sollte, dass Kriege nie mehr ausgehen. Die Voraussetzung dafür, dass Kriege nicht mehr ausgehen, bietet ein funktionierender Waffenhandel. Ich finde es natürlich auch entsetzlich, wenn ich jeden Abend im Fernsehen die Endprodukte dieses Waffenhandels sehen muss, also die Bosnier, die Serben ohne Arme oder Beine. Fürchterlich finde ich das. Aber ich denke mir immer, vielleicht hat der Herr, der mir gestern so freundlich zuapplaudiert hat, denen die Gewehre verkauft. Zu günstigen Preisen. Gesegnete Waffen kosten natürlich ein wenig mehr. Ich weiß, es gibt einige Leute, die sagen, es ist ganz gut, wenn sie uns ein paar Waffen abkaufen, bevor wir sie selbst verbrauchen müssen. Aber andere sagen natürlich wieder auch, man sollte gar keine Waffen produzieren. Aber sagen Sie das einmal einem sozialdemokratischen Gewerkschaftler. Da ist ja eher noch mit dem Papst zu reden. Das finde ich auch ganz erstaunlich, im Fernsehen und im Radio, wenn ich jeden Abend höre, eine Städte seien von Raketen beschossen worden, Panzer hätten abgeriegelt oder eingenommen, Maschinengewehre seien in Stellung gebracht worden, Granatwerfer hätten das Feuer eröffnet, Flugzeuge hätten abgeworfen, Kampfhubschrauber hätten irgendetwas beendet. Nie sagt man mir dazu, welche Marke. Bei jedem Autorennen erfahre ich, dass ein Lotus einen Brabham überholt hat oder einen McLaren, einen Ferrari ausgebremst. Nur diese effektiven Waffen sind total anonym. Und auch diese Herren haben überhaupt keine Namen, die eines Tages sagen, bitteschön, wir nehmen dieses neue Waffensystem, das das alte jetzt abgelöst hat, das werfen wir nicht weg, das stampfen wir nicht ein. Es gibt da einen seriösen Zwischenhändler, der liefert ausschließlich an Andenkensammler, Altersheime und Kinderspielplätze. Die haben alle keine Namen.
Ja, also für diese militaristische Marktwirtschaft gilt natürlich der Satz, der Kunde ist König, daher genießen die Heere auch ein so großes Ansehen. In Österreich bitte tobt jetzt die Debatte, nicht Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht, Einführung eines Berufsheeres, was ich dazu sage. Naja, also ein Berufsheer hätte den kolossalen Vorteil, dass die nicht dazugehen müssen, die nicht wollen. Und einen entscheidenden Nachteil, dass nur die dazugehen, die wollen. Nicht, dann muss ich wie auf der Straße muss ich so einen Berufssoldaten treffen, nicht? Und dann denke ich mir immer, ich bin ja total für den Frieden. Aber wie komme ich dazu, die Arbeitslosenunterstützung dieses Herrn zu bezahlen? Aber ich weiß, das Heer hat sittliche Werte, es hat erzieherische Werte. In diesem Thema total studiert die Gruppe Schlabaré, derzeit in diesem Theater. Bei 74, bitte. Ja. Grüß Gott. Wutzinger, nehmen Sie Platz, bitte. Nein, bitte Wutzinger, mit das ich habe dein Untauglichkeitszeugnis. Untauglich ist er, der Bursche, na super. Komm, Laufzeit, husch, 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 husch. Ist der Wutzlinger. Nein, bitte Wutzinger mit ST. St. Wutzlinger. Na, also. So. Herr Wutzlinger, erste Frage. Sind wir Bettnässer? Vorsicht mit der Antwort, das steht dann im Reisepass. Nein. So. Waren wir schon mal bewusst, Herr Wutzlinger? Ja, als Kind einmal da bin ich mit dem Radler runtergefallen und dann habe ich da oben so eine Böle gehabt am Kopf. Ist du doch wochenlang gewesen, kenne ich. Aber jetzt spielen wir nichts mit dem Kopf. Was haben wir da am Handgelenk, Herr Wutzlinger? Hm? Also das, ja, das ist ein Glückskettel von meiner Mutter. Mutti, ja. Sind wir homosexuell? Nein! So, letzte Frage, jetzt passen wir nochmal gut auf, gell? Wollen wir vielleicht unser Gesellschaftssystem ändern, sei es durch Anarchie, Terror oder solche garstigen Sachen? Hm? Nein, überhaupt nicht. Nein, schmeiß mir keine Bombe am Flughafen. Ja, gut. Gut, das wär's dann im Wesentlichen, wo du sagst, Laufzeit, gell, nehmen wir mit. Ja. Die Untauglichkeit, nee, gehen wir beim nächsten ab, nicht bei mir, so, aber ja. Keine Sorge, das regle ich ja für Sie, gell? Das ist lieb von Ihnen, dankeschön. Und Grüße zu Hause, gell? Ja, welche Ausrichten, auf Wiedersehen. Hm. Servus, Frau, uns geht nicht einmal den Wutzlinger vor, der macht auf untauglich. Ciao, servus. Liebe Festgäste! Gäste! In meiner Funktion als Bürgermeister der Gemeinde. Schönkirchen Reiersdorf ist es mir und allen Mitbürgern eine große Freude und natürlich auch eine große Ehre, den traditionellen Angelobungsfestakt des BZSDB 9 hier über die Bühne. Oder besser gesagt, über den Sportplatz laufen zu lassen. Lassen. Mein Gruß gilt natürlich den Hauptakteuren des heutigen Festaktes. Es sind dies die 700 Jungmänner des BZSDB 9. Die sich hier auf unserem wunderschönen, ganz neu von der Gemeinde errichteten Sportplatz eingefunden haben, um ihr Gelöbnis für unser Vaterland abzulegen. Und so möchte ich speziell an meine Ohren eure Worte richten. Es scheint in der heutigen Zeit modern geworden zu sein, über den Frieden zu reden. Sei es jetzt im Rahmen von irgendeiner Friedensbewegung, seiner kabarettistischen Stings, Demos, Fernseher, Wurst oder sonstige wie.
Papa! 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 Wisst ihr, wer die eigentliche Friedensbewegung ist? Na, sag's uns! Richtig! Meine lieben Jungminner! Die eigentliche Friedensbewegung seid ihr! Und ihr könnt stolz darauf sein! Stolz darauf sein! Auf einem derartig wunderschönen, wunderschönen, ganz neu von der Gemeinde errichteten Sportplatz, Sportplatz für den Frieden im eigenen Land zu gelobigen! Lobigen, lobigen. Und so möchte ich euch, meine lieben Jungmänner! Für die nächsten 8 Monate! Monate. Viel Soldatenglück! Kameradschaft! Und natürlich auch Geborgenheit im BZSDB! Nein! Richtig! Wünschen! So, Männer, wir lernen jetzt ein Lied, und zwar geht das folgendermaßen noch ein Lied. Drauf, ich sag zu rechts außen, wie heißt du? Wustinger. Du bist jetzt Wolzinger, steh auf. Du sagst dir wohl ein Lied. Jawohl, ein Lied. Wolzinger. Ich glaub, du wirst mich produzieren, hä? Komm auf, wieder, aber flott. Halt, sag. Adjustieren, verbessern. Nee, dem habt ihr. Rut. Habt acht. Adjustierung verbessern. Nee, dem habt ihr acht. Erster Wochenenddienst. Adjustierung verbessern. Im habt acht. Zurückreden, zweiter Wochenenddienst. Adjustierung verbessern! Befehlsverweigerung, dritter Wochenenddienst. So schnell geht das. Was hast du am Handgelenk, Wolzinger? Das ist ein Glückskettel von meiner Mutti. Wolzinger, wenn du glaubst, du kannst einen Kasperl spielen, ja? Dann wird er zeigen, wer der Kasperl ist. Fürs blöde Grinsen, vierter Wochenenddienst. Und jetzt machen wir Meldung, wie wir es gelernt haben, bevor man den Kragen aufhopft. Herr Wachtmeister, wir haben einen Wusting gemeldet. Was soll ich denn jetzt melden? Muss pinkeln? Eigentlich nicht, nein. Jetzt muss das. Ah, ja. Herr Wachtmeister, wir haben einen Wusting, bitte, austreten zu dürfen. Du hast es austreten. Jawohl, austreten! Da willst du vielleicht auch herbrunzen oder was? Ja! Wenn Sie sich ein wenig umschauen, so fällt Ihnen sicher auf, in jeder Gruppe gibt es Wehrmänner, die aus dem normalen Rahmen fallen. Das sind die Typen. Der Abseiler, der Langsame, der Träumer. Auch Sie als Ausbildner sind ein Typ. Versuchen Sie herauszufinden, in welche der folgenden Gruppe Sie eingeordnet werden könnten. Der Schleifer. Der Komödiant. Der gute Onkel. Ein Wehrmann mit Matura kann eine Herausforderung für Sie sein. Er kann Ihnen lange und komplizierte Fragen stellen. Vor der Mannschaft, die vielleicht keiner versteht. Möglicherweise versteht er sie selbst auch nicht, da können Sie ja nachforschen. Fragen Sie ihn noch einmal, wie das war. Was? Noch einmal, wie war das? Ah, super. Die dagegen sind, da gibt es einige, die rufen, wozu, warum, hat keinen Sinn das alles. Das tun sie nur, weil sie es irgendwo gehört haben. Was? Ja, herein. Tag, Wachtmeister. Ich habe eine Frage, kann ich den Dienst tauschen mit dem Wappenschale, geht das? Mit wem?
Mein Wopperschale, geht das? Ja, haben Sie sich abgesprochen, mein Herrn, geht das? Ja. Jetzt, bitte, dann können Sie abtreten. Danke, schönes Wochenende. Jetzt Moment einmal, wir haben einen Zmölnik, kommen Sie noch einmal her, da zu mir. Bitte? Mir scheint manchmal, Sie sind so ein kleiner Abseiler, ha? Oder ein Träumerlein. Sagen Sie, haben Sie die Matura? Ja. Ja, dann stellen Sie mir jetzt aber ganz flott eine Ihrer langen und komplizierten Fragen. Los, stellen Sie mir eine, die keiner versteht. Werden wir Weihnachten einen Schnee haben? Noch einmal, wie war das? Werden wir Weihnachten einen Schnee haben? Sehen Sie, Sie verstehen Ihre Frage ja selbst nicht. Wenn Sie vielleicht glauben, Sie haben hier einen Schleifer oder einen Komödianten vor sich, ja? Dann kann ich Ihnen sehr wohl beweisen, dass ich auch ein guter Onkel sein kann. Sagen Sie, was haben wir denn da im Ohr? Ohrenschmalz. Was? Nein, ein Flintel. Das nehmen wir jetzt aber sofort heraus und nicht im Abdacht. Da bin ich im Abdacht. Na, dann machen Sie Abdacht, aber schnell. Wie? Abdacht. Ruth, machen Sie eine Meldung. Ja. Was ist mit dem Flintel? Wo ist die Meldung? Na, was jetzt? Na, Befehlsverweigerung, das ist der erste Wochendienst. So schaut's aus. Na, was ist mit der Meldung? Ja, was jetzt? Meldung, Flintel, was jetzt? Ja, na sicher, fürs blöde Herumhopsen gibt's den dritten Wochendienst. Super, die zweite los war aus, ne? Na, na sicher, ich verdopple auf 7. Geh ich mit? So, jetzt reicht's aber. Herr Wachmeister, das Blöde ist nur, ich rüste mir ab. Was? Sie? Das sagen Sie auch nur, weil Sie es irgendwo gehört haben. Nein, was ist jetzt mit der Meldung? Wir sind nicht sofort eine Meldung machen. Lass ich mir was einfallen für eine zwangsweise Verlängerung. Herr Wachmeister Wutzlinger, ich heiße immer noch Wustinger für Sie. Sie Sachsack. Ja, das war also die wundersame Wandlung des Soldaten Wustinger beim österreichischen Heer, verkürzt dargestellt, war natürlich völlig unzulässig, seitdem man unseren 18-Jährigen an der jugoslawischen Grenze erklärt hat, wo sich im Ernstfall der Abzugshahn wirklich befände. Entschuldigung, wenn ich Sie ganz kurz stören darf, so wie geplant. Ich spiele das Lied am Klavier nicht, aber auf dem Akkordeon, also weil ich vorher gesagt habe, mit Klavier und jetzt Akkordeon und dadurch die Leute vollkommen überrascht sind, weil ich jetzt mit dem... Ich habe mir gedacht, dass das dramaturgisch irgendwie der volle Überhammer war. Große Klasse. Es kommt jetzt ein Lied über alle Leute, die nicht ins Kabarett gingen. Es sind nämlich mehr. Und der Andi hat einen neuen Audi. Und der Audi biegt am Apfel, bam! Drüber hängt der Andi an sein Obschlepsel. Und er bleibt vom Kabarett daheim. Also der ist schon heute nicht da. Und der Joe, hat den ganzen Tag sein Boot verfließt. Und heute auf Nacht verfließt dann unser Klo, weswegen er auch heute unabhängig ist. Und die Karin ist im Bett, steht im Kabarett und macht dort ganz wunderschöne Sachen. Sie macht mit dem Korla einen kleinen Korla. So einen Korla kann ich ihn nicht machen. Und der Werner, kann nicht zu uns, nix liegt am Ferner. Und der Rämer, weil kein Werner schwärmer, doch er kommt nicht, weil er glaubt, wir verdärmen.
und die Irmgard, und die Irmgard, wahe Thomas, sie der Franz nicht wie ein Tat. Zuerst hat er da, wir waren auf sie fliegen da, und jetzt war er froh, wenn sie wieder ihren da. Und der Bock dann. Der Bock dann. Hat einen Mantel gekauft als Ring und jetzt trockt dann. Hat sie Bier gekauft und Zigaretten und jetzt hat er leider gar kein Geld mehr. Da muss man, glaube ich, textlich noch ein bisschen arbeiten. Ne? Das ist, also, und den Jochen hab ma für drei Wochen in unserem ganzen Haus sehr deutlich gerochen. Irgendwann haben's dann die Tier aufbrochen. Und so wurscht, wie er mich kann, was mir hätte machen. Und so wurscht, wie er mich kann, was mir hätte machen. Und so wurscht, wie er mich kann, was mir machen. Ich verstehe ja diese Leute. Also ich verstehe sehr diese Menschen, die sagen, wir gehen eigentlich nicht ins Kabarett, weil ich bin selber persönlich jemand, der eigentlich ganz selten noch mehr aus dem Haus geht, wo ich hingehe, gibt eh für alle schon Fernbedienungen. Meine Frau, unlängst voriges Wochenende, wollte meine Frau unbedingt haben, dass ich mitfahre, da nach Felgen, da zu irgendeiner Werbeparty von irgendeiner Werbeagentur. Da habe ich sofort gesagt, nein, bitte entschuldige, ich bleib daheim, was soll ich dort? Du, Schatzi, entschuldige, bitte entschuldige. Jeden Tag dreht sich die Erde einmal um die eigene Achsen, ja? Da muss nicht ihr noch wohin fahren. Muss ich nicht. Schatzi, die Fantasie, ja, wächst mit der Begrenzung des Raums. Ja? Auf Deutsch, ich fahre nicht mit. Na, geh, hat's gesagt, das wird so nett. Eine cooler Party. Eine was, bitte? Eine cooler Party. Da gibt's Cocktails mit ganzen Pfirsiche, das ist cooler zu schön. Auf einer Wiese direkt neben dem See. Hab ich gesagt, das ist aber traurig, auf einer Wiese. Da werden die Herren von der Werbung alle ganz fertig sein, wenn man die genagelten Schuhe nicht hört. Nein, entschuldige bitte, nein, da muss ich nicht hin, da brauche ich nicht hin, da weiß ich eh, was los ist. Nicht? Alle stehen dort und alles ist irgendwie so leibend und so lässig und so locker und alle sind echt so gut drauf und so nett heute, so leibend, so lässig. Was trinkst du denn da? Steinfeder, Feinsteder, aha. Oh. Muss ich nicht haben. Speiben kann ich daheim auch, da kann ich den Zeitpunkt bestimmen. Da muss ich, ja. Für euer Herz, das Innenfutter, Wahnsinn, Herrst. Das Innenfutter, euer Herz, gib du dir das Innenfutter. Weißt du, der Trend geht jetzt wieder mehr zu runde Formen, also, geben wir uns die Kugel, aha. In Grönland gibt es jetzt schon richtige Haubenlokale, ja, damit ja nicht die Ohren nicht abfrieren, aha. Nein, sagen wir es ehrlich, ich meine, da sind nicht nur die Schnösel dort, muss ich nicht hinfahren. Das sind nur Schnösel, nehmen die Schnöseldamen, mit möglichst tiefe schwarze Oberteile und möglichst hohe schwarze Minirek und einen Hauptbeitrag zum Abend ist nur eine Bewegung. Also was heißt, ich bin jetzt irgendwie draufgekommen, ja, dass für mich irgendwo die wesentlichen Sachen immer wichtiger wären. Und was ich ja immer mehr lerne, ja, dass man irgendwie aus allem was lernen kann. Ich lerne zu viel, ist ein Wahnsinn, ich lerne und lerne und lerne. Und längst komme ich in meine Wohnung, sehe da so einen Sessel stehen, so ein einfacher Sessel. Steht einfach in meiner Wohnung. Denke immer, was kann ich jetzt lernen von ihm? Vielleicht die Gelassenheit gegenüber jedem Arschloch. Oder sagen wir von einem Schaukelstuhl kann man lernen, dass dann gerade manchmal deswegen Viere haut, weil es dann zurückhaut. Oder was ich mich, sagen wir, schon lange frage, wieso, wenn im Sommer so viel Fliegen da schlagen?
und so wenig Schmetterlinge. Da sieht man wieder mal, wie wichtig das richtige Outfit sein kann. Ich geh nirgends mehr hin. Ich bleib daheim, da habe ich mehr Ruhe. Kinder haben wir keine, also von daher ist es gemütlich und. Nein, wir haben keine, meine Frau und ich nicht, nein, wir haben von Anfang an entschieden, dass wir lieber keine Kinder haben wollen, weil wir haben uns kennengelernt, aber gerade Tschernobyl, haben wir gleich gesagt, nein, diese ganze Atomgeschichte soll man da überhaupt nicht, Ozon, Meeresvergiftung, Blei, Dings, die Kinder wollen dann Fischstäbchen, kannst du ihnen nicht geben und Atom, natürlich auch Ozon, Mitterndorfer Senke, Grundwasserspiegel, Methangas durch Reisanbau, dadurch wieder Treibhauseffekt und also diese ganzen, dann waren wir beide berufstätig, meine Frau ist berufstätig, ich bin berufstätig, nicht? Und ganze Verwandtschaft ist berufstätig, alle sind berufstätig, die Eltern sind schon senil, also wir haben dann gesagt, lieber nicht Kinder. Nicht? Dann hat meine Frau gesagt, sie will keine Kinder, sie würde an einem Kind so merken, wie sie älter wird. Gut. Ja. Sie sind nicht dankbar, oder? Kinder sind nicht dankbar, oder? Und schlafen lassen sie nie. Nicht? Zuerst schreien sie in der Nacht, dann bleiben sie vor in der Nacht. Das ist immer. Am Schluss erben soll es und stecken dann ins Altersheim. Ne? Also rein von der Kosten-Nutzen-Geschichte ist gar nicht so. Sicher zu Weihnachten war es schöner. Bring die paar Tage. Dafür kann sie der ORF doch nicht engagiert haben. Soll ich ganz ehrlich sein, ich weiß gar nicht wieso, weil ich habe totale Verständnisschwierigkeiten gehabt mit den Redakteuren. Dadurch, dass ich so wenig dreckige Herrenwitz kenne, war es wahnsinnig schwierig, dass man da eine Gesprächsbasis irgendwie findet. Wieso kennen Sie so wenige dreckige Herrenwitze? Sehen Sie nie fern. Also ich war ganz froh, dass man mich engagiert. Wissen Sie, ich habe nämlich im deutschen Fernsehen aus Barcelona die Schlussfeier der Olympischen Spiele übertragen, ja. und wieder dieses gigantische Feuerwerk, wie es nie aufgehört hat und wie es immer lauter geworden ist und lauter, und ich schon geglaubt habe, wir reißen die Trommelfälle, habe ich gesagt, in Sarajevo ist es leiser. Insofern bin ich ganz froh, dass ich in nächster Zeit nicht nach Deutschland muss. Also sind Sie mich hier, ich bin ganz gern da. Ich habe selber experimentiert mit diesen Witzen und ich kann Ihnen sagen, also meine Erfahrungen sind auch nicht so, man kommt ganz selten ins Fernsehen. Und es ist ja so, dass manche Leute gar nicht mehr kommen ins Programm. Also zum Beispiel Mittelschullehrer kommen zu mir überhaupt nicht mehr. Kabarett ohne Mittelschullehrer? Ja. Wie überleben Sie? Ja, die mittleren Angestellten kommen noch. Aber sonst. es gibt ja Länder, wo das Kabarett irgendwie dadurch zugrunde gegangen ist, dass die Kabarettisten über Jahrhunderte so geschmacklos und ordinär waren. Gibt's. Wo zum Beispiel? Sri Lanka, Bangladesch. ganze mittelasiatische Raum. Ne? Man müsste nur ein paar Sprachen lernen, nicht? Mit Pointen, Chansons, ganze Landstriche haben keine, nicht? Ja, na, die haben nur Reis, das ist alles. Ein Aphorismus gegen Vitaminmangel, Jubel. Ja, das habe ich nichts gewöhnt. Das heißt, die haben wahrscheinlich schon ein eigenes Theater und für die Kinder gibt es auch ein Kasperltheater und für das Erwachsene ist so ein normales Theater irgendwie. Aber genau dazwischen, also für diese Leute, die stecken blieben sind, da gibt es nichts. Ohne Kavallerie auch gar keine Feindbilder. Nein, denen haben wir im Mutz was voraus. Apropos Feindbilder, Peter Alexander. Harald Junke. Also ja. jedenfalls einer von den zwei hat gesagt zum Thema Kavallerie. Wie soll die Kunst das Schöne in uns wecken, wenn sie uns das Hässliche zeigt? Das stimmt ja. Nur seither ist das politische Kavallerie in der Krise. Ja, aber Herr Hader, wo ist die Alternative? Wir lassen das politische Kabarett und der Info ganz was anderes. Ja, machen Sie mal einen Vorschlag. Herr Schneider, wo fahren Sie lieber, Südautobahn oder Westautobahn? Sie waren heute Abend im Spotttheater, kommen Sie doch wieder einmal, es sei denn, Sie fanden die Schrotttheater, das ist langweilig, das ist ein Skandal. Wir wussten, dass wir gänzlich machtlos sind. Wir konnten ja niemandem schaden. Doch wollten wir, dass wir nicht achtlos sind. Wenn die Zeitgeister uns nur verladen,
Drum mein ich, wir sollten im Spotttheater noch dieses oder jenes probieren, um uns in dem großen Bankrotttheater doch wenigstens zu amüsieren. Wir konnten nichts wenden, nichts ausrotten, aber immerhin aufbauen! Guten Abend! Thank you.